Ja, moin moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Dieses Mal mache ich ein kurzes Tutorial, wie man eigentlich in den Replay-Modus kommt. Das funktioniert bei Crossfire Europe genauso wie beim Crossfire aus Amerika und wie bei allen anderen Crossfires, glaube ich. Ihr klickt einfach auf Storage. Dann dauert das ab und zu mal ein bisschen zum Laden, so dann seht ihr erstmal euer Inventar. Das hier ist meins gerade. Ach, es wurden die Waffen mittlerweile ausgeliefert. Und dann klickt ihr hier oben rechts auf Replay. Und dann habt ihr hier so eine Liste von Replays, die ihr am Ende des Spiels speichern müsst. Und dann klickt ihr hier einfach auf irgendeine, klickt auf den grünen Button und dann seid ihr auch schon drin im Replay-Modus. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Steuerung hier drin mit Pfeiltaste nach unten könnt ihr das Ganze pausieren. Mit Pfeiltaste nach oben spielt ihr weiter. Vor- und Zurückspulen funktioniert nicht im Moment. Und mit F1 schaltet ihr auf die erste Person, F2 eben Verfolgerkamera und F3 freie Kamera, wo ihr euch dann mit WASD bewegen könnt und mit der Maus eben umsehen. Also ist soweit alles nicht sonderlich kompliziert. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem kurzen Video. Das hatten ein paar in den Kommentaren schon gefragt. Und ich nehme das Ganze übrigens auf mit Fraps. Also die Replay an sich könnt ihr nicht mit normalen Videoprogrammen aufnehmen. Also einfach so vom Bildschirm aus. Jetzt könnt ihr das mit Fraps oder so aufnehmen, aber Crossfire an sich unterstützt das nicht.